Herzlich willkommen auf Ortspedia NBA am Sonntag. Wir schauen uns heute das Topspiel um 21.30 Uhr deutscher Zeit an. Pelicans gegen die Denver Nuggets. Und wer hätte vor der Saison gedacht, dass zumindest auch wenn erst ein Viertel vorbei ist, Pelicans und Nuggets auf Tabellenplatz 2 und 3 stehen würden. Und ich glaube, wenn man sich jetzt am Nachmittag schön die WM reinpfeffert, kann man dann auch gerne nach dem 20 Uhr Spiel auf dieses Spiel gucken. Und das analysieren wir gleich ein bisschen genauer. Vorab aber ein Blick auf die Tabelle. Und die, klar, wir haben es gerade gesagt, Nuggets auf Platz 2, Pelicans auf Platz 3. Aber wie eng ist denn der Westen zusammen? Und obwohl die meisten Teams jetzt schon 20 und mehr Spiele auf dem Buckel haben, lässt sich, finde ich, immer noch keine richtige Tendenz sehen, wer am Ende vorne steht und wer nicht. Zumindest im Westen haben wir die Suns mit 15 Siegen vorne. Und auf Parkplatz, nennen wir es mal Parkplatz, denn die ersten 6 Plätze, die sind ja berechtigt, direkt in die Playoffs einzuziehen. Nummer 7 bis 10 dürfen nochmal zwischenparken, ein Play-In-Tournament spielen. Auf dem 10. die Dallas Mavericks mit einer ausgeglichenen Bilanz, 11 Siege, 11 Niederlagen. Auf die gehe ich ein bisschen näher ein, ist ja mein Lieblingsteam. Man muss sagen, die fahren richtig schöne Wellen rauf und runter. Sie verlieren vor allem gegen die schwachen Teams. Wenn wir sagen, die schwächsten Teams sind Spurs, Rockets, Magic, Pistons, City Thunder. Gegen alle haben sie schon verloren. Und wenn man das mal rausrechnet, stehen sie gut. Aber so lässt sich halt auch etwas nur schön rechnen oder schön reden. Wer mich gerade überrascht, sind die Kings nach schwachem Start. Sind sie jetzt auf einmal dabei? Sabonis und Fox scheinen zu funktionieren, zumindest am Anfang. Platz 5. Warriors, vor ein, zwei Wochen standen sie noch auf 11 und 12, haben sich jetzt gefangen. 13 Siege, 11 Niederlagen, Platz 6. Und hinter den Play-In-Tournament-Plätzen immer noch die Timberwolves und die Lakers. Zwei Teams, die definitiv das Potenzial haben, unter den besten 6 am Ende der Saison zu sein. Also das ist schon unglaublich spannend. Im Osten, wie sieht es denn da aus? Da fangen wir mal ganz unten an mit Franz Wagner, der ja bei den Magic jetzt nicht mehr der Top-Rookie ist. Gut, einerseits ist sein zweites Jahr, aber andererseits ist auch Banchero, der Italiener, mittlerweile, glaube ich, mehr als Franchise-Player geplant. Nichtsdestotrotz spielt er eine wirklich tolle Saison. Tolle Saison ist vielleicht relativ, wenn du jetzt Letzter bist und 8 Niederlagen in Folge hast. Auf jeden Fall mal schauen, ob sich da irgendwas entwickelt. Schauen wir deshalb lieber nach vorne, denn da sind die Boston Celtics zusammen mit den Milwaukee Bucks relativ einsam an der Spitze. Ich glaube auch, das wird am Ende so bleiben. Die Cleveland Cavaliers können das Potenzial, was sie im Team haben, ausschöpfen. Nummer 3, Atlanta Hawks. Indiana Pacers, dann die größte Überraschung der bisherigen Saison, dass die Pacers doch so gut oben mithalten können. Und ja, Nets mittlerweile auf der 6. 76ers, die habe ich vor der Saison auf 1 gesehen. Mal schauen, wenn sie fit sind, ob sich das dann noch alles so formt, wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir die Raptors, Heat, Wizards und hinten die Bulls immer noch ohne Lonzo Ball. Ob der den Turnaround machen kann oder ob das nicht eine Eintagsfliege war, die letzte Saison der Bulls wird zu sehen sein. Ich glaube aber, dass wir bei den Bulls den ein oder anderen Trade noch sehen werden. Sie haben DeRozan, sie haben Vucevic. Das sind einfach zwei Spieler, die bei vielen Teams nochmal den richtigen Unterschied machen können, um noch weiter nach oben zu kommen. Gucken wir dann doch einfach mal hier auf die Stats Leaders. Habe ich auch mitgebracht. So richtig professionell rübergezogen. Da haben wir Luka Doncic, der momentan im MVP-Ranking relativ weit oben ist, genauso wie Giannis Antetokounmpo, aber auch Jason Tatum. Und Jason Tatum mit 30,8 Punkten, der hat natürlich dann auch bisher die beste Bilanz. Und mit Antetokounmpo, der auch wieder bei Rebounds unter den Top 5 ist, natürlich genauso. Doncic wird sich am Ende der Saison vor allem an dem Rekord seiner Mavs messen lassen dürfen. Was er diese Saison spielt, ist fabelhaft, 33 Punkte und weniger Würfe eigentlich als sonst. Den Assist Tyrese Halliburton führt mit knapp 11 Stück. Er ist auch der Grund, warum die Pacers denn jetzt gerade so gut performen. Und der MVP, der zweifache MVP Nikola Jokic, ist ja auch wieder dabei mit Assists, 9 Punkte. Macht auch wieder 9 Assists, macht auch wieder seine Punkte, Rebounds und von allem einfach alles. Anthony Davis wird ja momentan in ganz guter Position sein, den Rebound-König zu holen. Rudy Gobert, seine Usage-Rate und vor allem seine Rebounds bei den Timberwolves, die so viel für ihn abgegeben haben, wirklich für sein Gehalt unterirdisch. Mal schauen, ob er sich da noch fängt. Kommen wir jetzt zu den New Orleans
Pelicans, die ja seit der Verpflichtung von CJ McCollum wirklich einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gemacht haben. Schon in der letzten Saison hat das viel besser funktioniert. So der Druck, die Last ist so ein bisschen von Zion Williamson runter, der ja immer mit seinen Verletzungssorgen natürlich ein großes Problem darstellt, ob er jemals sein volles Potenzial über eine volle Saison ausschöpfen kann in der NBA mit seinem Körper, wird zu sehen sein. Es ist auf jeden Fall fraglich. Nichtsdestotrotz funktionieren diese Pelicans wirklich gut. Wir schauen uns auch mal an, wie die letzten Spiele gelaufen sind. Da haben wir 3 Siege gegen Spurs, muss man gewinnen. Raptors kann man gewinnen. Muss man aber nicht unbedingt, Thunder muss man gewinnen. Und ja, das sind offensichtlich nicht die besten Gegner jetzt in den letzten 5 Partien. Auf der anderen Seite, die Denver Nuggets haben den Doubleheader sozusagen 2 Spiele in Folge gegen die Rockets gespielt, beide gewonnen. Davor ja auch gegen ersatzgeschwächte Clippers gewonnen und spielen wieder letztendlich eine richtig gute Saison. Beide Teams machen ja im Schnitt so um die 115, 117 Punkte. Auch schauen wir hier nochmal ganz kurz. Wir haben die Nuggets mit 115, die Pelicans mit 117. Genau, auch wenn hier etwas anderes gerade gestanden ist. Das ist nicht wichtig. Auf jeden Fall haben wir kein Favorit, deshalb schauen wir uns hier mal die Over-Under an. 227 Punkte ist dementsprechend auch eine sehr hohe Line. Nichtsdestotrotz, wenn beide ihr Potenzial ausschöpfen, dann kommt man auf jeden Fall da drüber. Kann man machen. Ich glaube auch nicht, dass die Pelicans großartig verteidigen können. Und Jokic hat immer Bock auf Angriff. Das kann man auf jeden Fall das Over spielen. Wir haben gesehen, wir haben eine ausgeglichene Line. Wenn ich hier nach den Plus Minus 1 gehe, dann gelten die Nuggets als leichter Favorit. Ich würde aber tatsächlich hier einfach sagen, das machen die Pelicans, denn die sind top. Auch wenn Brandon Ingram vielleicht nicht mitspielen wird, denke ich, dass der Kader gut genug ist. Bei den Nuggets wird wahrscheinlich Porter fehlen. Und ja, die 1,95 kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist ein Coinflip, wo ich die Pelicans leicht vorne sehe. Ganz andere Vorzeichen haben wir beim Spiel der Phoenix Suns gegen die San Antonio Spurs, die daheim spielen. Ich meine, wenn ich jetzt hier sage, die Spurs gewinnen das, dann ja, sagen das 78% derzeit auch. Macht natürlich keinen Sinn, auf eine 1,22-Quote zu spielen. Und bei einem Heimspiel der Spurs würde ich tatsächlich eher das Plus 9,5 auf San Antonio bevorzugen. Denn Überraschungen gibt es immer in so einer langen Saison und gerade daheim hoffe ich, dass die Spurs sich nicht abschlachten lassen, auch wenn sie jetzt wirklich 10 Spiele in Folge verloren haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, sie hatten eigentlich einen ganz guten Start und da wird auch letztendlich der Rebuild mehr und mehr passieren. Ein ganz anderes spannendes Spiel haben wir dann in der Nacht, das sind die Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics, was ja auch ein potenzielles Finale im Osten sein könnte. Wenn irgendwann mal diese Big Three auch wie Big Three spielen, seitdem Steve Nash raus ist, läuft es ein bisschen besser. Das nehmen ja dann die ein oder anderen Spieler vielleicht auch als Alibi ein bisschen. Du, es lag ja am Trainer, jetzt reißen wir uns mal zusammen. Was am Ende dabei rauskommt, wird es zeigen. Jack Vaughn ist auf jeden Fall ein guter Trainer. Nichtsdestotrotz bleibt die große Frage, wird Ben Simmons seinem Maximumvertrag nochmal gerecht? Was passiert mit Kyrie Irving? Werden die Nets sogar vielleicht noch traden? TJ Warren, der ja vor seiner langwierigen jetzt Verletzung vor allem in der Bubble damals einer der Topscorer von den war es damals Pacers oder Suns, bin ich gerade nicht ganz sicher, gewesen ist, ist ja jetzt auch wieder zurück und dürfte dieses Team verstärken. Sie sind Außenseiter gegen den derzeit Tabellenersten im Osten und auch der Tabellenerste in der kompletten Liga. Würde aber trotzdem, weil Heimspiel, auf Brooklyn gehen, plus 2,5, plus 3 wird wahrscheinlich dann kurz vor Ende die offizielle Line sein, kann ich mir vorstellen. Wenn man plus 3 für eine 1,9 oder so anspielt, dann deckt man halt nochmal die enge Niederlage ab. Habe jetzt hier nämlich auch bei meinem reinen Siegtipp gesagt, Boston macht das, glaube aber tatsächlich, dass es eher die Nets sein werden. Sympathie gehört ja auch dazu, ne? Dann das nächste Spiel, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies. Die Grizzlies, ein wirklich starkes, junges Team. An denen werden die Fans
in Tennessee auf jeden Fall noch viel, viel Freude haben. Sie sind glasklarer Favorit. Nur 5 der letzten 10 Spiele gewonnen. Also das war jetzt nicht der beste Stretch. Die Pistons haben schon jetzt Aufsehen erregt, indem sie die Mavs in der Verlängerung besiegt haben. Aber da haben wir auch schon gemerkt bei Dallas gegen die schwachen Teams, stimmt die Einstellung überhaupt nicht. Diese Befürchtung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht bei Memphis. Haben jetzt gerade die 76ers besiegt und dürfen noch im Osten bleiben, ein paar Stunden drüber fliegen nach Detroit und da jetzt aufzocken. Pistons eine Nacht auf jeden Fall mehr Zeit zum Ausruhen gehabt und trotzdem Overtime-Sieg dürfte ein bisschen Selbstvertrauen geben. Auf der anderen Seite gab es davor die heftige Klatsche gegen New York und Memphis hat eigentlich alles besiegt, was sie da besiegen können. Dementsprechend Handicap auf die Grizzlies ist mir bei der Quote tatsächlich auswärts zu hoch. Vielleicht kann man diesen einfachen Sieg mit der Quote von 1,4 kombinieren. Was die Knicks gegen Dallas gemacht hat, gab am Ende des Spiels Buhrufe von den Fans. Wie so oft eigentlich, und auch wenn wir die Tabelle anschauen, was sie am Anfang getan haben, sind sie momentan nicht in den Playoffs dabei. Trotz der Verpflichtung von Jalen Brunson, muss man sagen, hat sich das Team nicht wirklich verbessert. Es fehlt der absolute Superstar, der auch alle mal hinter sich bringen kann und auch Ruhe ins Team bringen kann. Das Krasse ist halt, New York hat selber gedacht, sie haben jetzt endlich einen jungen Kern. Sie waren ja vor 2 Saisons dann sogar Vierter und lange Zeit ganz vorne dabei, aber sind in der ersten Runde ausgeschieden in den Playoffs. Letztes Jahr war das auch nicht wirklich was. Jetzt geht es gegen Cleveland, die eine glorreiche Zukunft vor sich haben. Kevin Durant hat sogar gesagt, Evan Mobley, der kann besser werden als ich. Falsch, sowas würde Kevin Durant nie sagen. Giannis Antetokounmpo hat das gesagt, sorry dafür. Auf jeden Fall ist Mobley saustark, Darius Garland ist saustark. Sie haben den Veteranen, den Veteran Leadership mit Kevin Love und sie haben Donovan Mitchell, einer meiner absoluten Lieblingsspieler und deshalb, Covid ist ja so ein bisschen vorbei, was Reiserestriktionen geht, deshalb freue ich mich auch schon sehr, dass ich dieses Jahr Cleveland Cavaliers live besuchen werde. Sacramento Kings gegen Chicago Bulls. Ach so, was für einen Tipp machen wir bei dem anderen? Nein, ganz klar, Cleveland gewinnt das, Quote 1,7, minus 2, dann die 1,9er Quote, glaube ich schon, dass ich das mitnehmen werde. Hier bei den Sacramento Kings gegen die Chicago Bulls bin ich ein bisschen zwiegespalten. Das Beste, was man machen kann, ist Hände weg. Ich verstehe wirklich nicht, was mit Chicago los ist, warum die so schwach performen und das hat ja schon im letzten Jahr in der zweiten Saisonhälfte angefangen. Ich weiß, sie können nicht verteidigen, aber die Offensive müsste eigentlich reichen, um wirklich da einen positiven Rekord zu haben. Die Kings auf der anderen Seite mit 2 Siegen in Folge gegen Clippers und Pacers, Niederlagenserie 2 Stück bei den Bulls, jetzt Kings daheim. Wäre mir zu gefährlich, hier drauf zu wetten, weil ich, wie gesagt, den Kings nicht traue und den Bulls erst recht nicht. Schauen wir einmal hier das Over-Under. Es hört sich nicht nur nach einem High-Scoring-Game an, das sehen die Buchmacher auch. 239 Punkte werden gebraucht, um eine Zweierquote einzufahren. Wäre mir immer zu wild, auch wenn die diesjährigen Spiele oder die NBA immer mehr und mehr scoring-lastiger werden. Das ist zu wild. Dann haben wir auf der anderen Seite die LA Lakers, die, LeBron James hat es gesagt, nach dem Sieg, in Milwaukee gegen die Bucks. Hey, das war das beste Spiel, was die Big Three der Lakers bisher zusammen gemacht haben. Russell Westbrook, Anthony Davis und natürlich er. Sie haben jetzt Matt Reeves entlassen, bedeutet also, sie machen Platz im Kader für einen neuen Roster-Spot. Bin ich mal gespannt, auf wen sie da ein Auge geworfen haben oder werfen. Sie bringen sich ja, oder zumindest die Presse bringt ja jeden Spieler immer mit LA in Verbindung. Ab 15. Dezember gibt es alle Spieler, die jetzt im Sommer einen Vertrag unterschrieben haben, auch die Möglichkeit, die wieder zu traden oder die getradet worden sind, jetzt dann wieder zu traden. Mal schauen, ob dann der ein oder andere Roster umgewirbelt wird. Lakers müssen sich auf jeden Fall verbessern, um weiterzukommen. Auf der anderen Seite haben wir die Wizards, die in den letzten 5 Spielen tatsächlich nur 1 gewinnen konnten. Und das war gegen die Timberwolves, auch hier wieder High-Scoring-Game. Und die Lakers nur eine Niederlage in den letzten 5 Spielen, also genau umgekehrt. Und deshalb würde ich sagen, dass LA dieses Momentum mitnimmt. Sie haben vor allem im Gegensatz zu anderen Teams immer weniger Möglichkeiten, sich Aussetzer zu erlauben und die müssen die Teams, die mindestens gleichwertig von ihnen sind oder sogar schlechter, besiegen. Wizards mit Beal, Porzingis, Kyle Kuzma, der Ex-Laker, sehe ich auf jeden Fall
wenn die Lakers gut spielen, unter ihnen. Deshalb sagen wir hier, Lakers gewinnen. Die 2,15er-Quote bedeutet, dass die Buchmacher die Lakers als Außenseiter sehen. Das bedeutet für uns, wir können uns eine knappe Niederlage sogar noch absichern lassen. Lakers plus 2 wäre dann hier mein Tipp. Und dann schauen wir mal, was die Lakers so fabrizieren. Das soll es dann auch gewesen sein. Viertelstunde Basketball. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch mal ein Like da und lasst mir vor allem eure Kommentare da. Was sagt ihr zu der diesjährigen Saison? Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Seid ihr schon im NBA-Fieber wie sonst oder führen andere Sportarten gerade dazu, dass NBA vielleicht sogar erst nach der Weltmeisterschaft für den einen oder anderen losgeht? Würde mich interessieren. Wir sehen uns dann wieder hoffentlich nächsten Sonntag. Ciao! Oddspedia, the Sports Betting Community.